Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. Leute, Oddworld, komme ich hier schon raus. Hier müssen wir mit Coco kämpfen. So, du willst also kämpfen? Wir werden ja sehen, wer hier zum alten Eisen gehört. Habe ich ja letztens eine Anspielung gemacht mit alten Eisen. So, es geht gegen Engine mit Coco. Gut, können wir hier nochmal fighten? Ah, okay. Er hat am meisten Leben. Er hat immer einen verwundeten Punkt und den müssen wir so schnell wie möglich halt ausschalten. Boah, ich muss mir schon eine Steuerung zurechtfinden. Bah. Das wird Abstand der schwerste Kampf. Es geht jetzt noch, aber danach wird es nochmal heftiger, weil Engine hat zwei Stufen. Die zweite Stufe werdet ihr jetzt gleich sehen dann. Und zuerst müssen wir jetzt hier noch die erste Stufe schlagen. Ich denke mal, so der Fight wird 8 Minuten dauern, 8-9 Minuten. Schauen wir mal. Oh, vielleicht geht es auch schneller, schauen wir mal. Wow, kommt richtig gut voran. So, jetzt noch die zwei Fächer hier oben ausschalten. Und dann können wir... Beziehungsweise dann treffen wir auf seine zweite Form. 90% Leben noch, passt. Super optimal. So, jetzt kommt Pura noch hinzu. Und dann haben wir so eine grüne Angriffswelle. So, das ist natürlich heftig, aber die Dinge hier, wo ihr gerade seht, sind die, die am meisten Leben ausmachen. Wegmachen. Erstmal das Ding hier unten kaputt machen. Wow. Kann man schon aufpassen. Eins haben wir schon erledigt. Wir können es aber nur angreifen, wenn es uns gerade angreift. Und zwar, wenn das Ding hier unten ist. So wie so ein Sensor, so eine Art. So, jetzt. Los, komm, komm. Scheiße. Dann machen wir gleich mal die Raketen weg. Es geht doch flotter als gedacht. Jetzt greifen wir nicht wieder an. Ja, schon. Das war schon ein guter Angriff. So. Ah, scheiße, jetzt habe ich noch getroffen. Jetzt habe ich stärker in Erinnerung. So, jetzt haben wir gleich. Jawohl. Jawohl. Jawohl, gut, jetzt haben wir es gleich. Jawohl, Sieg. Nicht nochmal! Haha. So, jetzt bekommen wir die Medaille, wo wir die Schusskraft haben. Jetzt haben wir eine Bazooka. Die kann ich euch gleich mal demonstrieren im nächsten Level. Wir machen ja weiter. Oh ja. Lustig, wie sich die Geschichte wiederholt. Und wieder konnte Engine dich nicht schlagen. Dafür werden wir dich vernichten. Oh, mein armer Kopf. Zurzeit bin ich einfach nicht ich selbst. Das Ende ist nah. Sammle noch 5 Kristalle und wieder durchkreuzt du meine Pläne. Oder auch nicht? Darf ich vorstellen, unser nächster Gegner. Der Endgegner. Cortex und Uka Uka. Eine gefährliche Kombination. Aber naja, jetzt müssen wir jetzt noch 5 Levels machen und dann haben wir die 2 als Gegner. So. Wir fangen gleich mal an mit einem Fluglevel. Mad Bombus. Hier müssen wir diesmal mit Crash ran. Das dachte ich ja bei Engines Level auch, aber wie gesagt, das war ja Fail. Da müssten wir ja mit Coco ran. So. Ach, hier holen wir auch mal die 11 Kisten. Wie gesagt, das ist sehr viel anspruchsvoller, das Level.
Und wieder verfolge ich die gleiche Taktik. Die Gesundheitskisten bis zum Schluss aufbewahren. Und hier müssen wir jeweils zwei Propeller ausschalten. Keine Turbinen, sondern Propeller. Das ging schneller als gedacht. Lol. Entweder habe ich mich damals zu doof angestellt oder keine Ahnung. Damals fand ich es irgendwie, hat es länger gedauert. Naja, sind ja noch fünf. Schauen wir mal. Boah, scheiße. Gut. So. Schon Nummer 2 von Nummer 5 erledigt. Passt. Und das mal die erste Lebensbox. Gerade 100 Leben wieder gehabt und ja. Und noch ein extra Leben bekommen. Weil wir die Kiste direkt getroffen haben, bekommt man immer ein extra Leben, wenn man die Kiste direkt trifft. So, dann halt, verpisst euch. So. Greifen wir dich mal weiter an. Ah, das geht richtig flott, ey. Das habe ich echt länger in Erinnerung. Schon Nummer 3. Schön über die Hälfte, passt. So, nochmal Kisten. Noch 5 Kisten. Ja, die Lebensbox können wir uns jetzt dann auch gleich holen. Ah, da ist ja noch eine gut, dass ich das sehe. Na ja, gut, dann holen wir es auf jeden Fall. Ist ja klar. So. Scheiße, ich wollte das extra Leben noch. Schade. So. Da ist die Nummer 4 und dann haben wir noch 2 Kisten. Was können wir jetzt erstmal Nummer 4? Hätte ich gesagt. So, das war schon die Nummer 4. Geht wirklich zügig. So, jetzt holen wir uns erstmal die Kiste da hinten. Ein bisschen treffen lassen können wir uns hier. Was sein muss. Und wir haben ja noch genug Leben und noch eine satte Lebensbox übrig. Und übrigens gibt es auch Äpfel, wenn man die Kisten direkt trifft. Halt jetzt noch die Lebensbox schnell holen, dann haben wir es. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir taktisch vorgehen. Diesmal nur 62% gehabt, keine Ahnung. Egal, das müssen wir jetzt über die Bühne bringen. Das wird schon mal ein Akt. Wow. Jetzt kommt wieder die unnötige Spannung rein, aber naja, das Level ist halt ein bisschen hart. Schwierigkeitsgrad ist härter als bei anderen Levels im Spiel. So, den ersten Propeller haben wir jetzt gleich. Jawohl, dann ist noch dich hier. Jawohl, geschafft. Nice, episch. 2 luftige Kämpfe erfolgreich absolviert. So wollen wir das sehen. Passt. Gut. Puh. Sorry, wenn ich wegen leise reden sollte. Weil es gerade mitten in der Nacht. 0 Uhr. Ich hatte gerade noch Bock auf Let's Play. Nice. Gut, Leute. Dann beende ich den Part und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Bis dann. Ciao.